Dann würde ich gerne eine Lampe reinhängen. Nee, wartet. So nicht. So. Denn dieses Waschbecken. Und hier könnten wir jetzt nämlich rein theoretisch diese Wand, diese wegnehmen. Und dann wird das hier weggerissen, das hier weggerissen. Das hier weggerissen, das hier weggerissen. So. Und zack. Und der Küchenfußboden. So. Ist auf jeden Fall in Ordnung so. So, wartet mal kurz. Du Gutze, gehst bitte einmal hier hingehen. Tschüss. So. Mehr war es gar nicht, was ich brauchte. So. Ja, doch, ist gut so. So ist auch gut. Gut, da haben wir hier eine Lampe. Dann war bestimmt hier noch so eine Lampe. Gut, dann kommen wir noch ein paar von den Theken hin. Dann wird dieses Eckstück nach hier verrückt. So. So. Der Mülleimer bitte so hin. So gefällt mir das schon mal ganz gut. Gut, die Lampe hier kann auf jeden Fall noch mit ins neue Bad. So, dann kommt der Klopapierspender hin. Und auf jeden Fall kommt noch hin ein Klo. Also, das ist jetzt noch Alpha-Version, ja. Ihr könnt noch nicht damit rechnen, dass das hier die schönste Version von dem neuen Bad wird. So. Der Eingang zum Bad wird dann ein kleines Treppchen. Nehmen wir doch mal wieder diese Art. So. Hier so sein. Und das kommt dafür denn so. 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 Gut, von innen wird es wie früher, denke ich. Fußboden. Brauchen wir 11 Fliese. Da hatte ich mir gedacht. Welche hatte ich mir da ausgedacht? Welche waren im Frühjahr drin? Hä, wo ist unser ganzes Geld hin? Ach, die scheiß Treppe. Teuer war eine Dusche. Ach so. Ach so. Ja, das mit dem Strom gibt es in nächster Zeit dann erstmal nicht. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir müssen das einfach mal so machen. Das ist momentan die einzigste Lösung, meiner Meinung nach. Damit wir wieder ordentlich was an Money haben. Sobald wir wieder mehr haben, werden wir das natürlich ändern.
aber erstmal wird es so bleiben. So, keine Sorgen, das wird alles noch ein bisschen geändert. So, mal gucken, wartet mal. So. Gut, damit ist eigentlich die Aufnahmezeit auch schon wieder zu Ende. Einmal hoch hier, so. Ja. Ach Mensch. So. Kann man eigentlich jetzt so? Ach, interessant. So geht es also. Vielleicht lasse ich das auch so. Sieht zwar nicht ganz so schnieker aus, aber sieht auf jeden Fall besser, denke ich, so aus. So. Gut, denn auf jeden Fall ist es nicht groß, die Veränderung, aber trotzdem hat es was verändert. Aber ist so. Dann soll ich doch mal Smalltalk machen. Über Internet reden. Kennenlernen. Jo. Und dann kann er danach mal Schläge üben. Ist ein Genie. Er ist ein Genie. Hä? Er ist ein Genie. So. Gut, da es den beiden gerade so richtig schön miserabel geht, würde ich mal sagen, wir gehen immer drrrr. So, wartet. Eins machen wir noch. Zack, 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 zack. So. Hui. Ja. So, dann würde ich jetzt mal sagen, tok, 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 tok. In der nächsten Folge werden wir, wenn wir denn genug Geld haben, das hier wahrscheinlich alles wieder hochbauen, da das besser aussah. Ich gebe es zu, es sah besser aus. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Und ja, wobei es so auch nicht schlecht aussieht. Vielleicht lassen wir es einfach so. Da müsste man aber rein theoretisch. Ich mache das jetzt. So, müsste man rein theoretisch das hier wegnehmen. So. Und jetzt zum Beispiel hier diesen Zaun. Oh, zack. So. Diesen Boden hier so. So. Und diesen Zaun dann wieder von hier an. Tack. Tack, tack, tack. Gut. So. Gut, dann kann man das eigentlich so lassen. Vielleicht den Boxsack eher so in die Ecke. So, dann kann man hier noch einen Tisch hinstellen oder so. Ja, ist auf jeden Fall schöner. Das Klohäuschen werden wir dann wahrscheinlich nach hinten verschieben. Sieht einfach besser aus, ihr müsst das zugeben. Da es ja auch ein sehr schönes Klohäuschen ist. Ich habe mir sowieso gedacht, wir machen hier hinten noch was Großes. Ihr werdet es noch sehen in der nächsten Zeit, sobald wir... Ich sag mal, es wird ein Special geben, sobald wir 2000 Simoleons haben. Richtig fest. Und dann wird es ein Special geben und ihr werdet schon sehen, was denn kommen wird. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich hattet ihr Spaß beim Zuschauen und tschüss. Bam.